Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich habe nämlich die Kamera diesmal von meinem iPhone andersrum und zwar umgedreht. Ich sehe nämlich jetzt nicht, was ich sehe. Aber ich hoffe, man sieht alles, was man sehen muss. Genau, ich habe mir in den letzten Tagen ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Ganzen. Ich habe ja angekündigt, dass ich ein Projekt habe und wollte es irgendwie ein bisschen geheim halten und dann irgendwie eine Bombe platzen lassen und so weiter. Aber ich habe mich umentschieden, ich mache es ganz anders. Und zwar, ich sage euch direkt, was ich mache, was der Hintergrund ist und so weiter. Und ich werde euch einfach komplett auf die ganze Reise über die Zeit jetzt mitnehmen. Und zwar, was ist es, was ich gemacht habe? Ich habe mir nie gedacht, einen neuen BMW 330i gekauft. Weißt du, wie der Zylinder hat? 4 Zylinder. Da! Na, wo fange ich an? Ich fange am besten so an. Ich habe in der Vergangenheit ja auf meinem YouTube-Channel ein Video gemacht über das Liquid Moly Keramik oder Ceratec Additiv und habe da meine eigene Erfahrung mitgesammelt und habe das ja bei YouTube dann so geteilt. Und darüber hinaus habe ich dann in den Kommentaren gelesen, dass einige auch mir ein Produkt empfohlen haben, was deutlich besser sein sollte. Habe dann mal ein bisschen recherchiert und auch bei YouTube ein, zwei Videos gefunden. Und zwar das Produkt ist das Wagner Mikrokeramik Additiv. Und weil das jetzt einfach alles schon ein bisschen längere Zeit her ist und der YouTube-Channel echt wirklich schon ein bisschen größer geworden ist, aktuell sind es glaube ich 717 oder sowas Abonnenten und die Klickzahlen sind auch echt ganz, also ich finde sie auf jeden Fall echt ganz gut und ich freue mich auf jeden Fall über jeden Daumen und alles Mögliche. Da habe ich einfach Folgendes gemacht, ich habe das Telefon in die Hand genommen und habe einfach bei Wagner direkt angerufen, habe dann mit dem Chef und Entwickler von dem Wagner Mikrokeramik Additiv telefoniert, also das ist Herr Walter Wagner, dem auch die Firma Wagner Spezialschmierstoffe gehört, und habe mich mit ihm kurz geschlossen und habe einfach mal meine Idee gepitcht, dass ich einfach mal mit dem YouTube-Channel, mit euch und mit dem, was ich mir so ein bisschen aufgebaut habe, einfach mal ihn besuche, Interviews mache, bisschen die Produktteilen zeige, dann einfach mich mit ihm austausche, das ganze filme und euch mal einfach mitnehme und das mal ein bisschen hinter die Kulissen auch mal mitkriegt. Und ja, die Idee ist auf jeden Fall gut angekommen und gut gefruchtet und er hat sich auf jeden Fall gefreut. Wir haben glaube ich eine halbe Stunde lang telefoniert und ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Sache. Das ist jetzt die Tour, die ansteht für 700 Kilometer. Die nehme ich auf jeden Fall auch in Kauf und mach einfach mal, dann müssen wir kurz schauen, sonst mache ich hier wieder einen Fahrradfahrer platt. Das ist nämlich die gleiche Tour, die ich gerade fahre wie im letzten Video. Ja, nimm die ganze Tour in Kauf, habe auch echt Lust auf der ganzen Sache. Ich muss mich noch darum kümmern, dass ich mir ein Hotel suche, das irgendwie in der Nähe ist und nicht ganz so teuer ist. Ich habe mich auch angemeldet, gerade bei BlaBlaCar, in der Hoffnung, dass ich meine Spritkosten für die Tour ein bisschen senken kann. Denn, weiß ich nicht, 700 Kilometer ist ungefähr ein Tank. Ein Tank sind ungefähr 90 Euro, also 90 Euro hin und zurück, wenn ich den sparsam fahre. Da weiß ich noch nicht, was ich mache, denn mein Fuß, der lässt mich auch nicht immer ganz in Ruhe. Aber das ist eine grobe Rechnung, das ist sogar eine Rechnung, die ich sehr günstig gemacht habe. Also ich, keine Ahnung, Gewinn mache ich hier null mit, aber mich interessiert das selber persönlich sehr stark. Und ich habe Spaß an der ganzen Sache und ich freue mich einfach, dass ich was mache, was ich so noch nicht gesehen habe in dem Sinne, weil ich habe noch nichts Großartiges über Wagner gefunden. Und das Geile ist einfach, er hat das Produkt halt selbst entwickelt und selbst gemacht. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, dass ich euch da mitnehme, dass ich euch das zeigen kann. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf den kleinen Trip. Der Ursprung war nämlich, jetzt sage ich, warum ich das so mache, wie ich es jetzt mache. Der Ursprung war nämlich, ich filme das alles ab. Und dann lasse ich das so Step by Step und nach lasse ich das irgendwie so, zeige ich dann das große Event. Aber ich habe mich einfach dagegen entschlossen, dass ich das nicht so mache. Und ich habe mich einfach dafür entschlossen, dass ich euch Step für Step mitnehme, was ich mache, was auch bei mir im Background passiert, was meine Pläne sind, wo meine Gedanken hingehen, dass ich einfach euch viel mehr Daily Updates gebe. Also das wird jetzt nicht alles und der Channel bleibt so erstmal, weiß ich nicht, ob er so bleibt. Die Linie bleibt auf jeden Fall safe. Aber es kommt ein bisschen mehr Vlog-Styling dazu, aber es ist einfach behind the scenes oder beziehungsweise das, was ich mache. Es ist jetzt nicht nur der reine lehrende Channel, sondern auch einfach das, was ich allgemein so mache für den Channel. Und da möchte ich euch einfach für die Sachen, wo ich mich einsetze oder wo ich Arbeit und Energie reinstecke, möchte ich euch da einfach mitnehmen und euch auch einfach mitteilen und zeigen, was ich so mache.
Genau, was steht jetzt noch an für mich? Und zwar, ja, BlaBlaCar hat sich noch niemand auf meine Tour gemeldet. Habe ich noch ganz was Richtiges vergessen. Verbunden mit der ganzen Tour habe ich ja in meiner WhatsApp-Gruppe schon ein bisschen angekündigt, dass ich da sein werde. Und jetzt mache ich es komplett offiziell. Und zwar, mein Plan ist es, ich fahre am Sonntag um 7 Uhr in Hamburg los. So Leute, leider hat mich mein iPhone gerade im Stich gelassen und die Aufnahme, wie ich gerade eben erst gesehen habe, abgebrochen. Ich habe noch ein bisschen was erzählt, aber mache ich einfach so weiter. Das nächste, was ich noch ankündigen werde oder was ich noch ankündige in dem Video ist, dass ich ein Treffen veranstalte. Und zwar, mein Plan ist es nämlich, ich fahre am Sonntag, den 18.02. um 7 Uhr fahre ich hier in Hamburg los. Und ich denke mal, dass ich so wenn alles klappt, wenn ich gut durchkomme, dass ich so um 2 oder 3 Uhr in diesem magischen Dreieck, sage ich mal, sein werde. Ich muss noch gucken, wo ich mein Hotel finde. Und ich hoffe, ihr hört mich hier. In mein Hotel will ich natürlich auch relativ nah von Wagner suchen. Und ich plane irgendwie den Ort Ahlen an. Ahlen, Nördlingen, irgendwo so da die Ecke. Und ja, demzufolge starte ich ein kleines Treffen. Ich habe schon in der WhatsApp-Gruppe angekündigt mit meinen Leuten, dass ich zu dem Zeitraum im Süden sein werde, in der Nähe von München. Und da haben sich schon einige bereit erklärt, auf jeden Fall da mal aufzukreuzen. Jetzt mache ich im Prinzip den Termin safe. Wenn ich mein Hotel habe, kann ich noch ungefähr sagen, wo genau. Aber ich plane einfach mal in der Nähe von Ahlen, Nördlingen, so die Ecke, sind kleine Örtchen, da das Treffen zu starten. Wenn ihr den auf dem YouTube-Channel seid und da seht und irgendwie auch Bock habt, vorbeizukommen, ob ihr jetzt selber ein N52 habt oder nicht, ist auch völlig Banane. Und es kommen einige Leute aus unserer WhatsApp-Gruppe. Ich poste auch nochmal einen Termin und einen Ort und ein separates Video vielleicht. Oder genau dieses Video auch in die Facebook-Gruppe, die ich habe. Und ich hoffe, dass ich vielleicht, weiß ich nicht. Ich freue mich auch über 3 Leute. Ich freue mich auch über einen, der kommt. Und wenn nicht, dann halt keiner, ist auch egal, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn einige Leute dazukommen. Ja, ich werde mich nochmal mit den Leuten, die ortskundig sind, ein bisschen auseinandersetzen, ob es eine geile Location gibt, ob es einen guten Ort ist oder Ort gibt, wo man sich mal hinpflanzen kann. Und wenn wir da sind, ich habe natürlich mein ganzes Kamera-Equipment dabei und da können wir auf jeden Fall auch filmen, uns selber auch oder ein paar Fotos machen und ja, einfach mal ein bisschen so die Gang zusammenholen. Und ja, das waren ziemlich viele uns. Wenn wir die Gang zusammenholen, ein bisschen quatschen, die Leute können mich auch mal ein bisschen persönlich kennenlernen. Und ich freue mich auch, euch kennenzulernen. Ja, ziemlich cool das Ganze. Und das werde ich alles so Step-by-Step mäßig, hier ist glatt, mitnehmen und euch teilen. Und ja, das ist so der Plan. Das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch gefällt das und euch gefällt die Idee. Und kommentiert gerne, wenn ihr mehr sehen wollt, hören wollt, abonniert, liked und teilt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also haut rein, Jungs. Peace.